Wir haben jetzt den Film auf der Tagesordnung. Wir möchten vor dem Film nochmal dem Francesco Merli von der IMT aus London die Gelegenheit geben, auch ein kleines politisches Grußwort zu sprechen, das dann direkt zum Film hinführt. Dann werden wir den Film ansehen, der dauert 45 Minuten. Also, Francesco, bitte. Okay, I've been told I should not stand because the camera is fixed here. Also, normalerweise würde er aufstehen für ein Referat, aber er sagt, wegen der Kameraeinstellung ist gewünscht, dass er sitzen bleibt. Well, it's been a very fruitful afternoon with lots of discussions, ideas put forward. Das war ein sehr fruchtbarer Austausch und fruchtbarer Nachmittag mit sehr vielen Ideen, die hier diskutiert wurden und übermittelt wurden. But I would like to just say a few words about the discussion so far. Some comments. Ich will in wenigen Worten nochmal Stellung beziehen auf den bisherigen Verlauf der Diskussion. Just to try to convey what the relevance of the October Revolution is today. Also es geht um den Versuch, die Bedeutung der russischen Oktoberrevolution für heute hier herauszustellen. And the first thing is the way we consider the Russian Revolution, the October Revolution, and its impact worldwide, because it's not just about Russia. Also wenn wir über die weltweite Auswirkung, das Echo auf die russische Revolution reden, dann reden wir nicht nur begrenzt über Russland. One of the books that everyone should read is John Reed's 10 Days That Shook the World. Es gibt ja von diesem amerikanischen Kommunisten das berühmte Buch John Reed, 10 Tage, die die Welt erschütterten. Das sollten alle hier lesen. Which is a brief but very, very lively account of the Russian Revolution. Sehr kurz, aber sehr lebendige Wiedergabe und Darstellung der russischen Revolution. And by reading that, even that alone, one can understand the amount of energy that was liberated by that revolution. Also da kann man verstehen, wenn man das liest und sich ein bisschen da rein vertieft, welche enorme Energie durch die Revolution freigesetzt wurde. Just imagine at the end of the biggest slaughter in history, the First World War. Well, then it was even made worse by the Second World War, but at the time, that was the biggest slaughter in human history. Also muss ich vorstellen, das war Licht am Ende des Tunnels des Massenschlachtens des Ersten Weltkriegs. Bis dahin gab es sowas in dem Ausmaß nicht. Man kannte ja noch nicht die Dimension des Zweiten Weltkriegs. The Russian Revolution ended that war. That's effectively, although it was the German Revolution to finish it off. Die russische Revolution hat einen Prozess eingeleitet, um diesen Krieg zu beenden, obwohl dann erst ein Jahr später formal der Krieg mit der deutschen Revolution beendet wurde. And if we are talking about the lies of today's mass media about the Russian Revolution, let's go back to 1917, 1918, 1919. The media were just telling lies about the revolution. No one was accounting for what really was happening. Also wenn man so die gängigen bürgerlichen Lügen in den Medien sich betrachtet über die russische Revolution, die damalige Zeit, also was geschah von 1917, 1918, 1919, völlig verzerrt und eigentlich völlig falsche Darstellung der wirklichen Entwicklung. But still, the workers throughout Europe, as soon as they heard about that revolution, they understood perfectly well what that was about. Aber die arbeitenden Menschen ganz Europa, als die überhaupt erfuhren, was in Russland vor sich ging, waren begeistert und verstanden auch von ihrem Klassenstandpunkt aus, was da abging. There are even some funny anecdotes. For example, a provisional government delegation sent to Turin in August 1917. Also es gibt auch Anekdoten. Die provisorische Regierung Russlands entsandte Delegierte nach Turin in Italien im Jahr 1917. Was met by tens of thousands of workers enthusiastic about the revolution. Und dann sind spontan Zehntausende begeisterter italienischer Arbeiter dorthin, um diese Menschen zu begrüßen, die provisorische Regierung. Singing long life to Lenin and Trotsky. Paroles lang leben Lenin und Trotsky. And that was the beginning of the Italian Revolution. Just in those days there was the bread revolt in Turin with hundreds of workers shot dead by the army. Das war auch ein Auslöser der italienischen Revolution. Damals gab es eine Brotrevolte, einen Hungeraufstand, wo hunderte
arbeitenden Menschen erschossen wurden. Which would lead to the social explosion in the post-war Italy with the occupation of the factories in 1920 and then many other events. Obviously, I'm not going into. Das hat in Italien nach dem Ende des Ersten Weltkriegs eine soziale Explosion ausgelöst mit einer Welle von Betriebsbesetzungen. But the impact of the Russian Revolution was a fundamental impact on throughout the working class movement in beginning with Europe, but then expanding to the whole world. Die Auswirkung der russischen Revolution war in ganz Europa ausnahmslos spürbar, also hat sich niedergeschlagen in allen Ländern, nicht nur in Europa, sondern später auch weltweit. The most important event was the foundation of the Communist International and the spreading of the revolutionary wave throughout Europe. Wichtiger Meilenstein dabei war die Gründung der Kommunistischen Internationale im Jahr 1919 und praktisch die Ausbreitung der kommunistischen Idee europaweit. And we have also to understand it as a lively process, as a clash between live forces that fought to death. Wir müssen das aber auch verstehen als lebendigen Prozess und als Zusammenstoß von lebendigen Kräften, die praktischen Kampf führten um Leben und Tod. The big scare that the ruling class everywhere went through because of the Russian Revolution explains their attitude to the Russian Revolution today. Die große Angst der herrschenden Klassen vor der russischen Revolution, die hat sich fortgesetzt bis zum heutigen Tage und das erklärt auch da den ganzen Müll, den sie bis heute über die russische Revolution verbreiten. Revolution spread throughout Europe like wildfire and could not stop by anyone. Die Revolution hat sich wie ein Buschbrand praktisch in ganz Europa ausgesetzt und konnte nicht gestoppt werden. The bosses were desperate, and without the help of the social democracy or the reformist leaders of the trade unions and so on, they would never have managed to keep control over society, like in Germany in November 1918. Die Kapitalistenklasse hat zeitweilig faktisch die Macht verloren über die Situation, war nicht mehr Herr der Lage, und es war nur die Unterstützung, praktisch die Hilfestellung durch die reformistische Führung von Sozialdemokratie und reformistischen Gewerkschaften, die dazu beigetragen hat, dass die Macht des Kapitals wieder gesichert wurde. Just to show at what level the revolution crisis reached, again another example on Italy, it's my country, just also comes nur ein handy. Beispiel aus Italien, Francesco ist ja Italiener und hat da auch besonderen Bezug. With Giovanni Agnelli, the elder, the founder of Fiat and the owner of Fiat, having an official ceremony to hand over the keys of the factory to the factory council. Also Agnelli, der damalige Giovanni Agnelli, damalige Fiat-Gründer und Fiat-Boss, hat formal den Vertretern des Arbeiterrats in Turin den Schlüssel zur Fabrik übergeben. Obviously, at the same time, he was passing huge sums of money to the fascists trying to organize his comeback. Aber gleichzeitig hat natürlich mit riesigen Summen die Faschisten in Italien finanziert, damit sie die Arbeiterbewegung wieder zerschlagen können. And at the peak of the factory occupation revolution, because that was a revolution in 1920, government ministers and bourgeois strategists were openly discussing about giving power to the trade unions in order to avoid the revolution. That was the only way they could think of to avoid a revolution. Und wir können in Italien von einer Revolution wirklich sprechen, die 1920 stattgefunden hat. Und auf dem Höhepunkt dieser Revolution haben dann die Strategen der Regierung darüber gesprochen, dass vielleicht die einzige Lösung jetzt, um die Lage wieder abzumildern und abzuschwächen, die einzige Lösung darin bestünde, die Gewerkschaftsführung praktisch mit der Regierungsbildung zu beauftragen. And why was that happening? Because of the Russian Revolution. The Russian Revolution. Warum war sowas in Italien? Das war eindeutig Auswirkung der russischen Revolution. The Russian Revolution didn't cause the other revolutions, but it was a living example of what could be achieved when workers could take power
Natürlich war es nicht so, dass die russische Revolution die anderen Revolutionen ausgelöst hätte, aber die russische Revolution war angesichts jetzt der revolutionären Krise in den anderen Ländern ein greifbares Vorbild, wie man machen könnte. I also recommend everyone to read Trotsky's History of the Russian Revolution, which really is the best account of the 9 months of the Russian Revolution. Von Trotsky gibt es dieses große Werk Geschichte der russischen Revolution, würde ich allen empfehlen, sich das zu besorgen und zu lesen. Ich glaube, es gibt sogar im Internet. And then, of course, also das, weil das wirklich diese 9 Monate perfekt und lebendig und lebensnah zusammenfasst. And then, of course, we discussed about the reasons for Stalin's counter-revolution. Dann haben wir diskutiert über die Gründe für die stalinistische Konterrevolution. Just wanted to add a footnote to the discussion we had. Um dann noch eine Fußnote hinzuzufügen. When we talk about the ideas of Stalin. Wenn wir über Stalins Ideen reden, like theories, like the two stages theory or socialism in one country and so on. Also so was klassische Theorien von Stalin wie Etappentheorie oder die Idee, was wir heute auch hatten vom Sozialismus in einem Land. These were not real theories and for sure not Marxist theories at all. Das waren keine marxistischen, auch keine sonst wirklich handfesten Theorien. But like every ideological manifestation of Stalin and Stalinism was dictated by the needs and the interests of the rising bureaucratic caste in the Soviet Union. Und das waren Ideen, die eben die aufstrebende bürokratische Kaste in der Sowjetunion formulieren ließ, weil das am ehesten ihren materiellen Interessen entsprach. And so where most of the conflicts and differences rising inside of the bureaucratic caste, which was a parasitic body growing out of the planned economy and the nationalized economy, sucking the life out of it. And all the clashes between different parts of the bureaucratic caste were motivated by material interests that can be traced and analyzed. Bei allen Konflikten, die wir immer wieder erlebt haben, es kam ja auch zur Sprache zwischen verschiedenen Flügeln dieser insgesamt parasitären Staatsbürokratie, kamen natürlich auch immer wieder konkrete materielle Interessen zum Tragen, so wie das mit jeder Ideologie ist. So the fact that, for example, in the 1950s and early 60s, you could have an incipient war situation between the two main communist, so-called communist countries, China and the Soviet Union. Also es gab zum Beispiel Ende der 50er, Anfang der 60er diese Spaltung und fast kriegerische Auseinandersetzung zwischen den zwei Hauptblöcken des Stalinismus, nämlich China und Sowjetunion. Was not really motivated by the ideological differences between Mao and Stalin. Wenn man genauer hinguckt, waren die ideologischen Differenzen zwischen Mao Zedong und Stalin nicht so groß. This were just a reflection of the conflicting interests of the two national bureaucracies. Sondern Ausdruck von sich ins Gehege kommenden Interessen von zwei unterschiedlichen und verfeindeten nationalistischen Bürokratien. So of course also I would recommend everyone to use this discussion and this centenary to get more into the real lively process and learn all the lessons out of it. Also deswegen können solche Diskussionen wie heute uns auch dazu ermutigen, dass wir uns mehr Literatur besorgen und über die ganzen Fragen, also das waren ja alles lebendige Prozesse, die sich abgespielt haben, um uns da besser zu unterrichten und zu schulen. It's really full of lessons for today. Das ist voller Lehren für heute. But we need to explain why the Soviet Union degenerated and collapsed. If we want to build socialism, erklären, warum die Sowjetunion entartete und zusammenbrach. And it has to be a scientific explanation of on a materialist, historical materialist basis, not just a condemnation of the evils of Stalinism, but to understand. Und das muss wissenschaftlich nüchtern, cool analysiert werden, warum das zusammengebrochen ist, und das darf nicht irgendwie nur so ein moralischer Erguss sein über die Übel des Stalinismus. And also understand the progressive side of what was that regime.
Und eben auch die progressive Seite dessen verstehen, was dieses Regime darstellte. A contradiction, not only the reactionary characteristic of that regime, also but also nur the progressive side. Also nicht nur das Reaktionäre kritisieren, sondern auch das Fortschrittliche herausstellen. And that is because the counter-revolution in Russia, which was embodied by the rise of the bureaucracy and the rise of Stalin, die Konterrevolution, die in Russland sich entwickelte durch den Aufstieg der Bürokratie und Aufstieg Stalins, could not go all the way through restoring capitalism straight away, and that was not even the aim of that bureaucratic caste. Die hat es aber nicht geschafft, in Russland in den 20ern den Kapitalismus wieder einzuführen. Das war damals auch nicht das Ziel dieser bürokratischen Kaste. They needed to keep control over the productive forces and the planned economy, because that's where their privileges were coming from. Das heißt, diese entstehende und wachsende bürokratische Kaste stützte ja ihre Privilegien auf die Überschüsse, die von der Planwirtschaft produziert wurden. Also waren sie insofern interessiert an einer Entwicklung der Planwirtschaft. And that is why Trotsky used the analogy with the French Revolution to explain what was going on in Russia. Darum hat Trotsky auch diese Parallele gezogen zur französischen bürgerlichen Revolution, um besser zu verstehen, was in Russland vor sich ging. The French Revolution had an explosion of revolutionary forces and then a series of counter-revolutions, which did not re-establish feudalism or the ancien regime. Also die explosive französische Revolution mit Massenbeteiligung von 1789 und in den Jahren danach eine Serie von Konterrevolutionen, die aber nicht so weit gingen, dass sie das alte feudale Regime unter dem König von vor 89 wieder hätten einführen können. Basically was the power going further and further, concentrating into the hands of big bourgeoisie. Weil die Bourgeoisie, damals die aufstrebende Kapitalistenklasse, immer mehr Macht an sich riss. With the Thermidor and then Napoleon and even up to restoring the empire. Also da war dieser Thermidor, da war Napoleon Bonaparte und praktisch die Wiederherstellung des Reichs durch die Krönung von Napoleon. And even after the defeat of Napoleon, feudalism could not be restored. Und dann, wann war es, 1815, Niederlage von Napoleon, aber trotzdem konnte auch damals der alte Feudalismus nicht wieder hergestellt werden. But that's where the analogy stops, because socialism is a different thing. It has to be built das consciously. Das ist insofern eine Parallele, aber die Parallele hat natürlich auch ihre Grenzen, weil im Übergang zum Sozialismus noch andere Fragen eine Rolle spielen. So Stalinism was established through a counter-revolution, a bloody counter-revolution, which had to get rid of all the revolutionary vanguard who went through the revolutionary process of October and the Civil War. Also der Stalinismus verkörpert insofern eine blutige politische Konterrevolution, und dabei mussten alle Erinnerungen ausgerottet werden an die wahren Traditionen von 1917. Extreme reaction in society, even reestablishing the bourgeois family and pushing back all the conquests of the revolution on a social and democratic field. Und es war ja vorhin die Rede von den ersten Dekreten der Sowjetmacht, das fortschrittliche auch Familienpolitik und alles, was dazugehört. Und selbst in der Hinsicht hat der Stalinismus alle diese progressiven Errungenschaften wieder abgebaut. But keeping the economic basis created, established by the revolution, which was the planned, the nationalized planned economy. Aber die wirtschaftliche Basis als Errungenschaft der Revolution, nämlich Verstaatlichung der Produktionsmittel, Verstaatlichung der Industrie, Großbundbesitz, Planwirtschaft, die blieb erhalten. Anyway, to go back to and finish on this, on the relevance of the October Revolution today, 100 years later. Was ist jetzt, um jetzt zum Abschluss zu kommen, die Bedeutung der Oktoberrevolution nach 100 Jahren? By the way, Putin is not celebrating the Russian Revolution at all. Also, Putin feiert nicht die russische Revolution, das mal klar, um das he mal made klarzustellen. A quite a clear statement that he doesn't want to have anything to do with it. Putin hat klargestellt, er will mit der russischen Revolution von 1917 nichts zu tun haben. Although he was pretty happy to celebrate the victory in the Second World War and even the figure of Stalin in a certain up to a certain level. Obwohl er natürlich immer wieder gern den Sieg der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg feiert am 9. Mai
und Stalin auch immer wieder als den größten Feldherr gewürdigt hat, aber die Revolution, davon will er nichts wissen. But Putin rightly so sees the revolution as an anti-national force. Weil die Revolution aus der Sicht von Putin anti-national war. Und das mag er nicht. So he doesn't want to have anything to do with it. Which is good for us, anyway. Gut für uns. Wir wissen, wie wir dran sind. But 100 years later, we see the celebration, so-called celebration, with the campaign of lies by the bourgeois media. Even they dug up again the German gold lies about Lenin and the Bolsheviks, and so on. Also, da, nach 100 Jahren kommen wieder alle Kamellen, die sie wieder ausgraben. Zum Beispiel diese Anekdote, diese Behauptung, Lenin wäre nur ein Agent der deutschen Monarchie gewesen, um in Russland irgendwie die Revolution anzuzetteln, wäre praktisch bezahlter Agent der Hohenzollern-Monarchie. So ein Zeug kommt wieder. But we have to think where this celebration is taking place. At what place in time this celebration is taking place. In welchem Zusammenhang wird denn jetzt in dieser Woche dieser Jahrestag gefeiert? We are in the 10th year now of the worst crisis of capitalism has been through since the 1930s. Seit 10 Jahren haben wir im Grund eine tiefe weltwirtschaftliche Krise des Kapitalismus. In many countries the levels of GDP or wealth have not recovered to the pre-crisis level. Es gab ab 2008 und 2009 einen derartig starken Einbruch der Wirtschaft, dass viele Länder, Deutschland vielleicht eine Ausnahme, viele Länder haben das Niveau der Produktion des Bruttosozialprodukts von vor 2007 bis heute immer noch nicht erreicht. Many years ago, 10 years ago actually, analyzing the impact of that crisis, we said that every attempt by the ruling classes everywhere to reestablish the economic equilibrium would bring about a destruction of the social and political equilibrium of capitalism. Ich weiß, wir haben schon vor 10 Jahren über weltwirtschaftliche Situation diskutiert und haben gesagt, dass wenn die Kapitalisten versuchen, diese Folgen der Krise auf wirtschaftlichem Gebiet zu überwinden mit ihren Mitteln, dann würde das zu einer Zerstörung des sozialen Gefüges und politischen Gefüges führen. And obviously, since then, we have seen events changing at a very fast pace. In den letzten Jahren war es auch so, dass viele ganz schnell aufeinanderfolgende Ereignisse stattgefunden haben. The crisis in Spain, I have no time to talk about Catalonia. Die Krise in Spanien. Ich habe jetzt keine Zeit, über Katalonien zu reden, aber Krise in Spanien spricht für sich. Now, the explosion of the class struggle in one country after another. Die Explosion des Klassenkampfes in einem Land nach dem anderen. We've seen the developments in Britain, where everything is the real fabric of the ruling class domination over society is crumbling. Also das Gefüge der Herrschaft der britischen herrschenden Klasse bröckelt. We have 500,000 people joining the Labour Party in support of Corbyn's left-wing stand. In der Labour Party plötzlich der kometenhafte Aufstieg von Jeremy Corbyn und eine 500,000 Menschen ist deswegen der Labour Party beigetreten. It's almost certain the next elections, which might be even very soon, because the Tory Party is in total crisis, will be seeing a victory by the left-wing Labour Party. Also es ist wahrscheinlich, dass die konservative Regierung nicht aus ihrer tiefen Krise herauskommt und früher oder später, es könnte auch bald sein, Neuwahlen stattfinden und eine linke Labour-Regierung unter Jeremy Corbyn rankommt. And the bourgeois strategists are warning the ruling class about revolution. Die bürgerlichen Strategen warnen die herrschende Klasse vor einer Revolution. We quoted often this article, which is because it's very clear by Wolfgang Münchau. Wolfgang Münchau. On the Financial Times. Financial Times, also ist ein brillanter bürgerlicher Journalist, der aber gute Analysen bringt aus bürgerlicher Sicht, die man auch als Marxist zitieren kann und sollte. An article titled The Elite's Marie Antoinette Moment. Der Moment von Marie Antoinette, das war die alte französische Königin vor der Revolution. The former French queen who allegedly said, well, they're rioting for bread, well, let's give them cake. Man let's have them ja cake. Das Zitat in den Mund,
die Leute haben kein Brot, die Leute machen Krawall wegen Brot, sollen sie doch Kuchen essen. And basically the message by Munchau is, well, some revolutions could have been avoided if the old guard had only refrained from provocation. Munchau sagt, manche Revolutionen hätte man vermeiden können, wenn die alte Garde nur auf Provokationen verzichtet hätte. But just to cut it short, I'm not going to read the whole quote. Wenn wir nicht den ganzen Artikel lesen, können wir auch kopieren und rumschicken, wenn es gewünscht ist. Basically he's saying, well, capitalist elites are incapable of doing that. They're just doubling down and increasing the pressure on the working class. Kapitalistischen Eliten kriegen das nicht mehr hin. Die machen ihre Politik des Hämmerns, des Unterdrückens, fahren sie fort. Die sehen das nicht, was sie damit anrichten. And by doing so, they are creating the conditions for revolutions in the future. That's why the Russian Revolution today is so relevant. Und wenn die mit dieser Politik so weitermachen, schaffen die damit Voraussetzungen für neue Revolutionen. Darum ist ein Rückblick auf Russland heute so bedeutsam. Just another funny anecdote from The Economist. This Corbyn's comrade and the Russian Revolution. Da gibt es einen Economist Artikel, der titelt Corbyn's Genossen und die russische Revolution. Well, of course, Corbyn has said nothing about the Russian Revolution. Corbyn sagt nichts über die russische Revolution, natürlich, aber... But amongst the ranks of the left labor leadership, there are some who are saying things about the Russian Revolution. Aber es gibt auch in der Labour Party Kräfte und Funktionäre, die etwas über die russische Revolution zu sagen haben. But the whole purpose of this article is just to complain about, well, the Labour Party used to be a good party, our party. Also so aus bürgerlicher Sicht ist der Haupttenor dieses Artikels, die Labour Party war doch früher so gut und in unserem Sinn so super und alles prima. It has a record of opposing Bolshevism and communism, whatever you want to call it, throughout history. I mean, das heißt, since the very beginning. Schreibt der Artikel, hat auch immer den Bolschewismus und den Kommunismus verdammt. So, the three reasons why Corbyn's sympathies for the October Revolution and his comrades' sympathies is so important from the point of view of this editorialist of The Economist. Also Corbyn's Sympathien sind deswegen so wichtig aus Sicht dieses Leitartiklers. Are three. One, because it provides a measure of how much things have changed in the eyes of millions of people. Weil man sieht, wie in den Augen von Millionen sich so viel geändert hat. Second, because ideas have consequences. People might take you seriously. Also Ideen haben auch Konsequenzen. Leute können sie ernst nehmen. And third, it's about the Labour Party leadership. This shows their attitude. Well, he's wrong about that. Labour Party Führung. He's wrong about that. But anyway, they're very nostalgic about what they had before, a very collaborative Labour Party, which was not ideological, and so on. And revolutionary moods are developing in society. Also revolutionäre Stimmungen entwickeln sich. Just a few points about France, for example. We've seen Frankreich, the victory of Macron. Macron hat zwar gewonnen. But, for example, at the same time, well, Macron won with not even less than half of the electorate actually participating in the second round. Aber in der zweiten Runde der Wahl hat weniger als die Hälfte der Wahlberechtigten überhaupt gewählt. And there was a poll saying that 70% of French voters believe that democracy does not work in France. 30% der 70. Wähler... 70% der Wählerschaft sind der Meinung, die Demokratie funktioniert nicht. Only 11% trust political parties. Nur 11% trauen den politischen Parteien. 24% trust the media. 24% nur trauen den Medien. And 63% of young French claim to be ready for a large-scale revolt. 63% der jüngeren Generation sind bereit zu einer großen Revolte. This is not just a poll, like, you know, you can ask people, well, are you in favor of a general revolt? Now, this was reported by the head of France's General Directorate for Internal Security to Parliament.
Also das ist praktisch von einer Behörde, der Spitzenbehörde für innere Sicherheit, als Bericht im Parlament vorgelegt worden, nicht irgendein Meinungsinstitut. So combustible material is building up for... Also Brennstoff baut sich auf. For a revolutionary outcome of this capitalist crisis. And that is why the Russian Revolution is so relevant. Und darum ist die russische Revolution so relevant. Hans, maybe you will say a couple of words about the documentary, but I think the documentary speaks for itself. It's our attempt to give justice to Trotsky. Also, jetzt kommen wir direkt zum Film über Leben und Werk von Trotsky. Der Film dient dazu, im Grunde Trotsky von diesen ganzen Propaganda-Lügen und von den ganzen Angriffen ein Stück weit zu rehabilitieren. Who was not rehabilitated even by Gorbachev, by the way, was never rehabilitated. Der gesagt hat, dass er keinen Stalinismus mehr wollte, ging nicht so weit, Trotsky zu rehabilitieren. They rehabilitated Bukharin, Zinoviev, Kamenev, all the Bolshevik leaders, but not Trotsky. Andere praktisch ermordete bolschewistische Führer rehabilitiert, wie Bukharin, Kamenev, Zinoviev, aber nicht Trotsky. And there is a reason for that, because Trotsky was the only one to actually be able to explain on revolutionary grounds what Stalinism was and how you could build a revolutionary alternative to Stalinism. Weil Trotsky, und das hat schon seinen Grund, Trotsky erklärt hat, was Stalinismus ist, was die Interessen von Stalin und Stalinismus sind und wie man eine Alternative aufbauen könnte. Das war sein Lebenswerk, vor allem gegen Ende des Lebens. And that's what why we came up out with this idea of making this documentary, which is obviously not done by professionals, so be patient, but also, it's nice. Also sei ein bisschen geduldig, also wenn... Vielleicht ist es nicht so professionell wie Arte oder sowas, aber trotzdem ein guter Dokumentarfilm über Leben und Werk von Trotsky. Und auch sind viele Originaltöne von Esteban Volkov. Das ist der Enkel von Trotsky, der heute inzwischen über 90 Jahre alt ist und der das Museum in Mexico City, Coyoacán, noch leitet, praktisch in dem Haus, in dem Leo Trotsky, sein Großvater, im August 1940 von einem stalinistischen Agenten ermordet wurde. Der kommt da auch hier in dem Film zu Wort. Wir haben den Film mit deutschen Untertiteln. Also würde sagen, jetzt lassen wir den Film direkt abspielen, 45 Minuten, und machen dann hinterher, wenn Bedarf ist, noch eine Schlussrunde und können dann hinterher uns auch noch so im gemütlichen Kreise unterhalten. Also danke für die Aufmerksamkeit. Okay.